Die ausgebüxte Märchenbande. Viertes Kapitel. Gestohlene Ziegen. Hände hoch, ihr seid verhaftet! Das hatten die beiden Polizisten gerade gesagt und gemeint war die ausgebüxte Märchenbande. Die Polizisten hatten nämlich einen Notruf erhalten. Ein aufgeregter Bürger hatte bei der Polizei angerufen und folgenden Sachverhalt, wie es bei der Polizei heißt, gemeldet. Ist da die Polizei? Also hören Sie, da ist eine Gruppe von verkleideten Leuten am Aschenputtelbrunnen und die sind laut und machen Unsinn. Also das sind vier Jugendliche, dazu ein sehr kleiner, sehr bärtiger, eine ältere Dame und ein großer Hund. Außerdem haben die wohl eine Herde von kleinen Ziegen entführt. Ja, das ist Diebstahl und nächtliche Ruhestörung, habe ich recht? Bitte kümmern Sie sich darum. Das haben die beiden Polizisten dann auch gemacht. Und jetzt standen sie mit gezückter Pistole vor der Märchenbande. Was machen Sie da? Fragte der männliche Polizist. Er hieß Herr Kraft. Das tapfere Schneiderlein ging einen Schritt vor und fing an zu erklären. Also, es war so, mein Herr. Dornröschen und Schneewittchen hatten Streit. Da hat die Hexe die beiden zur Abkühlung in den Brunnen geschubst. Die beiden Polizisten schauten sich an. Diese komischen Leute hatten wohl die ganze Nacht gefeiert und waren immer noch ziemlich albern. Aber sollten sie deshalb wirklich verhaften? So schlimm war das mit der Ruhestörung ja auch nicht. Aber dem Diebstahl der kleinen Ziegen, dem mussten sie wohl nachgehen. Diebstahl ist schließlich Diebstahl. Also fragte die weibliche Polizistin, eine gewisse Frau Grüter, deshalb mal nach. Und wo haben Sie die kleinen Ziegen gestohlen? Gestohlen? Hegte sich Rumpelstilzchen auf. Gestohlen? Die sind uns nachgelaufen, weil Dornröschen das Märchenbuch aufgelassen hat. Oh, rief Dornröschen. Das stimmt nicht. Doch, das stimmt, brummte der Wolf, während die Hexe aufpasste, dass Dornröschen nicht auf Rumpelstilzchen losging. Jetzt wurde es den beiden Polizisten doch zu viel. Sie meinten nämlich, die Ausbüchser wollten sie auf den Arm nehmen. Erst diese komischen Märchennamen, dann die hanebüchene Geschichte mit dem aufgelassenen Märchenbuch und jetzt machten sie sich auch noch einen Spaß daraus, mit einem billigen Bauchrednertrick so zu tun, als könnte der große Hund sprechen. So, die Papiere bitte, sagte Herr Kraft streng. Die Märchenbande schaute sich ratlos an. Welche Papiere wohl? Vielleicht meint er meinen Gesellenbrief? Überlegte Hans im Glück. Quatsch, widersprach ihm der Schneider. Woher sollen sie denn wissen, dass du einen Gesellenbrief hast? Ich hätte da noch ein paar Seiten aus meinem Hexenbuch dabei. Aus Papier und nicht aus Fledermaushaut. Die Hexe ging zu den beiden Polizisten und erklärte geheimnisvoll. Wissen Sie, darin geht es darum, einen Menschen in eine Kröte zu verwandeln. Kein einfacher Zauber, aber sehr wirkungsvoll. Soll ich es Ihnen mal zeigen? Die beiden Polizisten wichen zurück. Bleiben Sie, wo Sie sind, warnte Herr Kraft. Sonst müssen wir Sie mit aufs Revier nehmen, ergänzte Frau Grüter. Ein Revier? Mischte sich Schneewittchen ein. Ein Jagdrevier? Dann gibt es dort doch sicher auch ein Försterhaus oder sowas. Wissen Sie, ich müsste meine Kleider trocknen und mich ein wenig zurechtmachen. Ja, ich auch, meldete sich Dornröschen, die gerade fast wieder eingeschlafen war. In diesem Moment sprangen die Geißlein aus dem Brunnen und liefen meckernd davon. Der Wolf sprang ihnen sofort hinterher. Die Geißlein, bemerkte Schneewittchen. Der Wolf wird schon aufpassen, meinte die Hexe. Die Ziegen, die gestohlenen Ziegen, rief Frau Grüter, die Polizistin. Holen Sie sofort die Ziegen zurück. Es ist noch nicht geklärt, woher Sie sie haben. Ich hab Ihnen doch schon gesagt, dass wir sie nicht gestohlen haben, schimpfte Rumpelstilzchen. Dornröschen hat sie... Jetzt reicht es mir aber mit Ihren Lügengeschichten, mischte sich Herr Kraft ein. Sie steigen jetzt in den Wagen und auf der Wache werden wir mal Ihre Personalien aufnehmen. Hat diese Wache auch eine Badewanne? Wollte Dornröschen wissen. Also jetzt... Sofort in den Wagen, befahl Frau Grüter. Die Märchenbande hatte das Gefühl, dass es jetzt besser wäre, in diese komische Kutsche ohne Pferde einzusteigen. Rumpelstilzchen schimpfte noch ein bisschen vor sich hin. Aber dann ging er zum Polizeiauto und setzte sich auf den Fahrersitz. Nix da, ich fahre, meinte Frau Grüter und vertrieb das Rumpelstilzchen von ihrem Platz. Schließlich saßen alle im Polizeiauto, die beiden Polizisten vorn und die Märchenbande hinten, denn das Auto war glücklicherweise ein Kleinbus. Als Frau Grüter den Motor startete, meldete sich kichernd Schneewittchen zu Wort. Das kribbelt so lustig, das kitzelt am Popo. Bist du
die Prinzessin auf der Erbse oder was? Fragte Hans im Glück und alle lachten. Und als das Polizeiauto allein, also ohne Pferde, losfuhr, kreischte und juchzte die Märchenbande, als wären sie in der Achterbahn auf einer Kirmes. Und bei jeder Kurve ließen sie sich hin und her fallen und hatten schrecklichen Spaß. Allerdings hatten Herr Kraft und Frau Grüter überhaupt keinen Spaß und waren froh, als sie endlich an der Polizeiwache angekommen waren und die alberne Bande in eine Zelle sperren konnten. Die lassen wir jetzt erstmal ein paar Stunden brüten, meinte Herr Kraft. Dann kriegen wir schon raus, wo sie die Ziegen geklaut haben. Und morgen geht's weiter.